diesem Video zeige ich dir, wie du mit iMovie den Greenscreen-Effekt und die Bild-in-Bild-Technik verwenden kannst. Ich erstelle ein neues Projekt mit dem Plus, wähle Film und hier habe ich zuerst einmal ein Foto gesucht mit dem Hintergrund eines News-Studios. Und hier drüber soll nun das Video eingefügt werden, das ich vor einem grünen Tuch aufgenommen habe. Ich wähle also Video, zuletzt hinzugefügt und das ist dieser Clip. Ich wähle jetzt nicht das Plus, sonst würden die Clips nebeneinander eingefügt, sondern diese drei Punkte und hier wähle ich Greenscreen und da muss ich jetzt noch etwas anpassen in der Länge, damit es genau aufgeht. Dieser Videoclip ist etwas kürzer, vielleicht etwa so. Und du siehst, es hat schon wunderbar geklappt. Man sieht allerdings, dass in den Ecken das Tuch schon fertig war und mit diesem Auswahlwerkzeug kannst du die Ecken noch anpassen. Also du kannst hier den Ausschnitt auswählen, was alles durchsichtig werden soll. iMovie erkennt also die grüne Farbe und ersetzt sie durch den Hintergrund oder macht diesen Bereich durchsichtig, damit man das darunter gelegte Bild sieht. Mit dieser Einstellung kannst du die Stärke noch anpassen. Du siehst, so werde ich durchsichtig. Wenn ich die Stärke reduziere, so sieht man plötzlich die Falten des Tuchs. Also man muss so einen Zwischenweg finden. Ja, und das ist es schon. Es sieht überzeugend aus. Und wenn ich jetzt aber eine Überlagerung im oberen rechten Bereich, also so einen kleinen Filmausschnitt noch einblenden möchte, wie er so oft in News-Sendungen vorkommt, dann kann ich das nicht direkt machen, sondern ich muss diesen Film zuerst exportieren. Ich gehe also auf Fertig und über das Teilen-Symbol speichere ich den Film. Ich wähle jetzt so die mittlere Qualität, das reicht in diesem Fall. Und jetzt mache ich wieder ein neues Projekt, Film, wähle den soeben exportierten Film, Film erstellen und hier nun soll dieser Ausschnitt reinkommen. Eine Sendung von Paris, die ich mit dem vorher gezeigten Verfahren vorproduziert habe. Und wiederum wähle ich die drei Pünktchen und in diesem Fall Bild in Bild. Das ist jetzt ein bisschen unglücklich so vor dem Kopf platziert, wenn ich diesen Clip auswähle, so kann ich hier die Position noch ändern. Ich könnte mit der Lupe den Ausschnitt noch etwas ändern und einen Rahmen einblenden oder nicht. Das lasse ich mal so und ich platziere den ganzen Clip noch eher etwas Richtung Ende. Schauen wir uns das mal an. Hallo und herzlich willkommen. Heute werfen wir einen Blick nach Paris. Paris, können Sie mich hören? Ja, hallo aus Paris. Ja, du siehst, man hat mit iMovie recht ausgefeilte Möglichkeiten, aber manchmal braucht es dann einen Zwischenschritt, indem man das Produkt exportiert und dann mit einem neuen Projekt beginnt und so das Ganze schichtweise aufbaut.